Ich glaube, wir hatten es auch schon mal über dieses Lied, oder? Ich habe das Lied verwechselt mit was anderem, glaube ich. Was dachtest du denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich werde alt. Mein Gedächtnis ist... Nee, ciao. Du bist halt schon ein richtig alter Sack. Ja. Ich meine, wie alt bist du gerade? Ich bin gerade fast 12. Wow. Tja, ich dann... Ich habe das nicht gesagt, weil ich aus dem Kopf nicht sagen konnte, wie alt ich bin. Ich bin 21. God damn it! Nein! Tendara schlägt mich mit meiner eigenen Waffe! Oh nein! Nein, hör auf! Ich kann mich nicht wehren! Nein, du sagst, jetzt weiß ich, wie jeder meiner Gegner sich fühlt! Tentara und so Tentakeln und Wickeln und so weiter, das gibt mir so ein Flashback von über 18-jährigen Animes. Oh, du meinst diese Animes. Diese Animes. Ja. Nein. Ja, doch, irgendwie schon. Nein, eher nicht. Irgendwie schon. Ich tendiere zu nein. Einigen wir uns auf der Mitte und sagen doch irgendwie schon. Vielleicht. Okay. Das ist mit der Antwort gebe ich mich zufrieden. So, wir können ja mal gucken, ob Kraut mittlerweile Schaden macht, weil sie ja bessere Werte hat, dadurch, dass es sich entwickelt hat. Ist das Stern du oder ist das Stern ich? Oder ist es ist Stern wir. Yay, Communism. Ich meine, es ist ja sogar schon ein Stern, es passt doch. Och nö. Es muss ja nur rot sein. Argumentativ nicht von der Hand zu weisen. Ja. Und mittlerweile macht Kraut sogar Schaden, guck mal. Yay! Ist doch toll, wenn die Deutschen endlich mal die Kommunisten schlagen können. Nee, echt nicht. Wie viele Höhlen habe ich das hier eigentlich eingepackt? Also für alle, die es nicht gesehen haben. Svante ist gerade sehr gelangweilt und wickelt gerade. Wenn wir gerade toll am Reden waren, war ich damit beschäftigt, ein 5-Cent-Stück in sehr viele Kaugummi-Packungen. Kaugummi-Verpackungen einzupacken, denn Darius hat sehr viel davon auf seinem Tisch liegen. Ich werd gleich zählen und damit ein Update geben, wie viele es sind. Und falls sich jemand fragt, warum ich hier die ganzen Trader mache auf der MS Anne, es liegt nicht daran, dass ich die Erfahrungspunkte brauche, sondern vielmehr, dass ich das Geld möchte. Money ist immer gut. Der Crit. Excuse me, we are the United Bank of Money. We are the United Bank of Kanto. Ich habe ihn wiedergefunden. Er hat das 5-Cent-Stück ausgegraben. Eine Yay. Verpackung. Zwei Verpackungen. Drei Verpackungen. Vier. Und fünf Verpackungen. Sechs Verpackungen. Sieben Verpackungen, Leute. Ihr habt es hier zuerst gehört. Sieben Verpackungen. Ja, du bist so toll. Gut. Wie machst du das nur? Sehr viel Langeweile. Kann ich gegen dich auch kämpfen? Ja, kann ich. So, wir haben es gleich geschafft. Und was machen wir als nächstes, Kinder? Richtig, wir fangen wieder von vorne an und packen das 15-Stück wieder ein. Warum tust du das? Warum nicht? Hilfe! Darius, gibt es irgendetwas, über das du reden möchtest, nachdem in der letzten Zeit ich sehr häufig interviewt wurde? Ich weiß es nicht. Worüber möchtest du denn reden? Erzähl uns doch mal was Neues über dein Studium. Mein Studium ist sehr spaßig. Was studierst du denn? Ich studiere Germanistik auf Lehramt und ab nächstem Semester auch Geschichte dazu. Was hat dich dazu gebracht, Geschichte noch dazu zu wählen? Was war deine Geschichtsnote in der Schule? Ich hatte immer irgendwas zwischen 1 und 2 Minus in Geschichte. War tatsächlich mein zweitbestes Fach. Das klingt doch schon mal sehr gut. Allerdings werde ich nie darüber hinwegkommen, dass ich einmal in einer Klausur aus Versehen statt antifaschistischer Schutzwall antisemitischer Schutzwall geschrieben habe. Oh! Oh!
Es wäre einfach, die Klausur wären halt 15 Punkte gewesen. Und der Lehrerin kam auf mich zu meinen und so, Darius, ich konnte es moralisch nicht vereinbaren, dir dafür 15 Punkte zu geben. Ja gut, ja gut. Ich konnte es natürlich nachvollziehen. Auf irgendwelchen noch einen Rivalenkampf. Oh no. Davor sollte ich meine Pokémon heilen. Oh no, bin ich dann etwa auf einmal wieder da? Yay! Denn ich hab's auch schon aufs Schiff geschafft als somalischer Pirat. Hello? Du kannst dir mal erzählen, dieses eine Mal, als du Pirat warst. Darüber hatten wir es, glaube ich, sogar schon mal. Hatten wir es darüber, als du Pirat warst? Ich glaub auch, ja. Ich meine, wir hatten es generell über sehr viel, als ich zum Beispiel auch Rockstar war. Oder damals, als du... Damals, als ich ein Zombie war und danach Buddhist wurde. Und Zombie-Buddhist, ja, hatten wir eigentlich die Geschichte schon, als du ein südamerikanischer Drogendealer warst und deinen eigenen Drogenring aufgebaut hast. Meinst du etwa meine Zeiten, als ich El Chapo war? Ich hab übrigens den Flaschenöffner gefunden. Oh, wir haben den Flaschenöffner gefunden. Wir haben vorher ziemlich lang den Flaschenöffner gesucht, weil, keine Ahnung, wer... Weil ein gewisser Was sind Kronkorken? Können wir mal darüber sprechen, was Kronkorken für ein dummer Verschluss für eine Flasche sind? Ich weißt möchte du, die normalen Dosen, die haben so einen schönen Öffnungsding. Dann kam Relentless auf die Idee, hatte diese geilen Drehverschlüsse. Die waren ja überragend. Die waren richtig geil. Und es gibt Schraubverschlüsse. Und es gibt Korken. Warum? Warum Kronkorken? Ja, aber ja, Kronkorken sind ja schon sehr, sehr lange da. Ja, aber es gibt ihnen keine Daseinsberechtigung, weil sie schwachsinnig sind. Ja, ich persönlich bin ja. Du kannst sie nicht wie einen Drehverschluss wieder drauf machen. Ja, warte, eben. Darüber wollte ich. Es gibt diese amerikanischen Kronkorken, die ja wirklich als Drehverschluss dienen, die man wirklich einfach nur aufdrehen kann. Ja, das ist ein ganz normaler Drehverschluss. Ja, ich weiß, aber sie sehen auch Kronkorken. Ja, eben. Das ist ja okay. Sowas unterstützt Raum reingehen. Ja, sowas ist cool. Aber... Sieh an, Daro! Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Daro, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémemes gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt der Pokémemes. Versuch dein Glück im hohen Gras. Hast du übrigens, apropos sehr viele Poké-Memes und erste Generation, hast du mitgekriegt, dass ein Manga, beziehungsweise so ein Fachmanga veröffentlicht wird, in dem es nur um die Entwicklung der ersten Pokémon-Generation geht? Echt? Und darin sieht man tatsächlich recht viele unveröffentlichte Pokémon, weil es sollte ja ursprünglich 190 geben. Okay. Statt 151. Und die mussten verworfen werden, weil die Cartridge damals nicht genug Speicherplatz hatte. Ja gut, das ist natürlich traurig. Und deswegen gibt es eben nur 151. Und das sieht man tatsächlich, beziehungsweise es wurden jetzt schon welche gezeigt. Den Manga gibt's noch nicht, aber es wurden jetzt schon 4 Pokémon, glaube ich, gezeigt, die bis jetzt nicht veröffentlicht waren, die in der ersten Generation sein sollten. Okay. Was geht eigentlich mit Spaghetto gerade ab? Spaghetto geht hart ab. Spaghetto rasiert schon ganz schön durch. Ah, Mist. Biss ist ja gar nicht sehr effektiv auf Kader. War trotzdem One-Hit. Okay. Ja. Bisaknoss. Sagen wir, das hat funktioniert. Bei Bisaknoss muss ich immer an diese eine Stelle im Pokémon-Anime denken. Kennst du das? Da ist so eine Pokémon-Parade und da laufen so Bisaknosp vorbei. Und ich sag, Bisaknosp, Bisaknosp. Und Michael guckt sich an und meint so, ist das ein Bisasam? Nee, ich muss bei Bisaknosp die ganze Zeit an den Pokémon-Trainer bei Super Smash Bros. Brawl denken. Und dass eben jedes Mal, wenn man eine Attacke mit Bisaknosp gemacht hat, er die ganze Zeit auch nur Knosp, 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 Knosp gebrüllt hat. Du musst lesen. Ah. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Der Zerschneider. Zerschnibbler. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschnibbler ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann mal besuchen. Ciao! Wenn es nur ein seekranker alter Mann ist, warum sollte ich ihn dann besuchen? Weil er seekrank und alt ist. Und alten seekranken Leuten sollte man immer einen Besuch abstatten. Er steht vor dem Mülleimer. Ist es ja. Tausend natürliche Hausmittel gegen Seekrankheit. Der Captain liest dieses Buch.
Ibims, der Captain. Wow, Unmengen Bücher über Pokémons. Möchtest du den Captain lesen? Kann ich machen. Es geht mir gar nicht gut. Darum massiert dem Kapitän den Rücken. Das kenne ich doch aus diesen Filmen, auf diesen Schmuddel-Webseiten. Ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschnippler lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so... Ich hab's. Nimm einfach das hier. Damit bringst du deinem Pokémon den Umgang mit dem Zerschnippler ganz leicht bei. Da war VM1. Endlich bin ich nicht mehr krank. Ich bin nicht mehr krank. Es kann losgehen. Heureka, ich wurde geheilt. Es ist ein Wunder. Ich kann sehen. Praise the Lord. Praise the Sun. Wir sind nicht bei Dark Souls. Nicht? Nee. Warum nicht? Man nennt es auch das Dark Souls der Pokémon-Spiele. Klassiker. Oh, Dark Souls Remastered kommt ja bald raus. Yay. Und hast du mitgekriegt, was für die Switch dazu rauskommt? Ja, neue Amiibos. Yes! Und da gibt's auch ein Praise the Sun Amiibo. Eben, da gibt's ja auch ein Praise the Sun Amiibo. Ja! Das ist großartig. Ja, ich hab noch kein einziges Dark Souls Spiel gespielt. Hast du überhaupt irgendein Amiibo, der kein Zelda Amiibo ist? Wieso sollte ich einen anderen Amiibo haben, der kein Zelda Amiibo ist? Ich Die wichtige ja Frage ist, warum stehen alle meine Zelda Amiibos bei dir? Weil du mir die für Breath of the Wild damals zur Verfügung gestellt hast und dann nie wieder mitgenommen hast. Ich weiß. Außerdem gibt es recht viele Spiele auf der Switch, bei denen ich dadurch profitiere, deine das Amiibo hier auch stehen zu haben. Und ich profitiere nur durch meine Amiibos, indem ich sie in Smash Bros. Einsetze. Richtig. Yay. Das Beste ist ja aber immer noch der Splatoon-Amiibo. Da kannst du ja deinen Splatoon-Charakter drauf speichern. Das ist wirklich cool. Und dann kannst du, wenn du mit Freunden zusammen, also wenn du einer fremden Switch spielst, kannst du dann deinen Charakter da so drauf und dann kannst du mit dem spielen. Das ist ziemlich cool. Ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Was geht eigentlich mit Spaghetto ab? Der schneidet hier durch die komplette... Der rasiert halt schon... Oh, jetzt schon Level 26. Ja, eben, das ist krass. Ich sag's dir. Ist Spaghetto inzwischen das fast höchstgelevelte Pokémon? Spaghetto ist das mit Abstand höchstgelevelte Pokémon. Oh, shit. Vielleicht sollte ich mal ein anderes Pokémon an erste Stelle tun, aber es ist eben so effektiv. Ich würde ja Onigiri an erste Stelle tun, aber wir müssen gleich durch die Digda-Höhle und Elektro hat keine Wirkung auf Boden. Ja gut, das ist ein bisschen unpraktisch. Vielleicht, das Problem ist, ich würde jetzt gern Suppe vortun, aber Suppe bringt mir in der nächsten Arena gar nichts. Das heißt, es ist verschwendete Erfahrung. Das heißt, ich muss Kraut nach vorne tun. Alles klar. Aber weißt du, wen du in Wirklichkeit nach vorne packen solltest? Sushi. Richtig, ich weiß. Wir müssen halt schon einfach eine Arena nur mit Sushi uns durchschlagen. Wie möchtest du das tun? Sushi hat keinen Angriff, der Schaden macht. Irgendwie klappt das schon, okay? Irgendwie. Ich würde ja sagen, wir können den Kampf stallen, bis das Gegner-Pokémon halt keine AP mehr hat. Das ist lustig. Siehst du, wie das Wasser, das am Sprite der MS anhängt, mitfährt? Tatsächlich. Schon ganz cool, denn wenn alle anderen Sprites vor und zurück schippern, zieht das halt nur in eine Richtung. Jetzt sieht wieder alles gleich. Ich würde ja sagen, wir stallen, bis das Pokémon vom Gegner keine AP mehr hat und Verzweifler einsetzt. Aber in der ersten Generation haben die Gegner tatsächlich unendlich AP. Du kannst die AP deiner Gegner nicht ausstallen. Oh, das ist schon traurig. Ja, das heißt, auch wenn das Gegner-Pokémon jetzt Donner kann, dann kann das das halt 20 Mal einsetzen, ja. Die Frage ist, wie soll man dann in der ersten Edition jemals Karpador halbwegs brauchbar machen? Indem wir es einwechseln, austauschen, Pokémon besiegen. Ja gut. Einwechseln, austauschen, Pokémon besiegen. Das ist eine Sache, die wir definitiv offscreen machen werden. Ja. Aber auch erst, wenn wir an einem Ort sind, wo ich das einigermaßen effektiv machen kann.
Ich müsste es ja dann eh recht hoch trainieren erstmal, bis sich das entwickelt. Ein Dickter. Na, möchtest du einen Dickter fangen? Definitiv nicht. Aber wir könnten es Kartoffeln nennen. Das ist tatsächlich ein Argument. Oder Knolle. War Knolle? Knolle war doch die Vogelscheuche bei Bob der Baumeister. Ja, ich glaube, die ist wirklich Knolle. Ja, stimmt, der ist Knolle. Habe ich nie geguckt. Wie, du hast nie Bob der Baumeister? Mein Bruder hat es immer geguckt, aber ich mochte das nicht. Ich mochte den Artstyle nicht. Okay. Ich war schon als kleines Kind sehr wählerisch. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Buggy und Mixi, Buddel und Bob, Heppo und Wendy machen den Job. Doch auch der Rollo gehört dazu. So wird die Arbeit erledigt im Nu. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Yo, wir schaffen das. Ah, wir sind... Pokémon Red Gun Too Far. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir beides Menschen sind, die inzwischen die Volljährigkeit erreicht haben. Umgangssprachlich nennt man uns auch Erwachsene. Ja. Ich möchte nicht. Hilfe. Ach so, ja, Dicta hat ausweglos, aber statt mir einfach zu sagen, dass Dicta ausweglos hat, wird einfach eine komplette Runde von mir verschwendet. Alles klar, faires Spiel. Ja. Ja. Arschloch, Dicta. Oh no. Ist es Scratcher? Dicta uses Screech. Screech? Obwohl, nein, das wäre ja Kreideschrei. Stimmt. Encounter! Ich bin in der Hölle gelandet. Nein, du bist in einer Höhle gelandet. Nicht in der Hölle. In der Hölle! Ich mag meine Witze nicht mehr. Nein, ich mag dich nicht mehr. Geh bitte. Ich möchte dich nicht mehr in meinem Let's Play haben. Nein, bleib! So war das nicht gemeint! Ich hol mir noch ein Bier. Jetzt bin ich ganz alleine. Ich glaub, Svante mag mich nicht mehr. Aber es ist voll praktisch, weil ich den ganzen Schaden, den Dick da mir macht, gegenheilen kann. Weil Absorber so viel Schaden macht. Absorber oder Absolver? Absolver. Ist das nicht ein tolles Boxspiel? Devolver. Digital. Oh nein. Der Ausgang. Ja, warte, andersrum. Svante, wir beenden doch eh gleich die Folge. Kannst du damit nicht warten? Sehe ich so aus? Und wir beenden hiermit die Folge. Auch wenn ein Pokémon ausscheidet, kannst du weiter Spezialtechniken wie zum Beispiel den Zerschneider anwenden. Aha. Nein, sag mir bitte nicht, dass ich den Zerschneider... Ich brauche erst den Orden, um mir hier Blitz zu holen. Wir sehen uns in der nächsten Folge in Orania City. Bis dann. Bitte Daumen hoch und abonnieren. Mach die Glocke an. Glocken sind toll. Ich mag Glocken. Ding, 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 ding.